Sea Papaya habe ich jetzt umgepflanzt. Ich benutze hier Ceramis, weil das Wasser gut speichern kann und durchlässig gleichzeitig ist. Dann gibt es unten keine Staunässe. Und oben drüber habe ich die gleichliche Erde gelassen, die ich drinnen hatte. Und zusätzlich habe ich jetzt hier noch so Zitruspflanzenerden oben drauf gelegt. Und der Rest wird jetzt hier noch mit Ceramis ausdecken. Am Schluss ist das Ziel, dass ich die Pflanze in Ceramis drin halten kann. So, ein bisschen andrucken das Ganze. He? Ich habe jetzt extra das Lolo, dass zwei Pflänzchen da drin sind und nicht nur die eine. He? Schauen wir mal, wie das kommt. He? Ich tue dann natürlich das Ganze jetzt im Moment wieder mit einem Plastik zudecken. Der andere habe ich müssen fortschießen. Das war einer von einem Toast gewesen, weil mit der Zeit muss man die wechseln. Und dass die auch weiter schnaufen kann. Tue ich dann hier oben rein wieder einschneiden. He? So. Dass hier oben die Luft rauskommt. Und dreistellen tue ich sie in so einen Joghurttopf, wo 1000 Gramm drin sind. Ideal. Die lassen sich als Unterteller verwenden, wo man das Ganze dann auch wieder reinstellen kann. So. Passt das doch hier perfekt. Kann man so das Ganze hier wieder im Becher ringsum zumachen. Innen drinnen Wasser reinfüllen im Boden. Dann hat es hier Wasser drin, das verdunsten kann gleichzeitig noch. Für die Feuchtigkeit noch ein bisschen mehr. Aber es fallen halt immer wieder einmal ab und zu ein paar Blättchen ab. Das sollte einem eigentlich nicht weit beunruhigen. Es hat sonst noch genug, die wachsen. An dem ca. 30 cm hohe Papaya-Bäumchen. Und hier sehen wir auch, da kommt auch schon etwas Kleines zum Vorschein. Ist nicht ganz so scharf, aber ja, so ist es da. Gut, he? Düngen tue ich jetzt. Also mehr oder weniger düngen. Ich habe eine Wurzelaktivator drin. Das ist auf natürlicher Basis von allgemein 100%ig. Und das hier ist natürlich super gut. Das tut lange speichern. He? Und man sieht das auch an der Farbe am Kügel, also an diesem Substrat. Wenn sie dunkel sind, sind sie noch feucht und haben Flüssigkeit drin. Und wenn sie hell werden, sind sie am Austrocknen und haben nicht mehr viel. Es gibt auch extra Stick, den man in die Erde stecken kann. Das kommt dann für mich später in Frage. Da steckt man direkt in der Wurzelballe hier. Darum lasse ich ja die Erde drin. Dann weiß ich, wenn die Erde feucht ist und der Stick das anzeigt, was da drinnen ist, mit Farben Rot und Blau. He? Dann komme ich später mal darauf zurück. Ist im Moment noch nicht relevant, aber einfach mal zum am Rand erwähnt haben. Hier nachschauen. Oh, wir haben hier geschrieben August. He? Das ist mein Papaya-Projekt seit dem 2018 August. Das war's gewesen. Ah, ja, nein, was noch dazu zu sagen gibt. Da sieht man auch noch etwas Kleines. Da kommt auch noch gerade etwas. Ah, sieht man nicht richtig. Ich tue die dann auch hier miteinander zusammen verbinden, falls sie umklappen dienen. Das gibt es manchmal auch, dass sie nach Zeiten rausgehen. Ich möchte sie schön gerade haben. Und dann mache ich hier ein Stöckchen drin und das mit einem Kabelbinderli ganz locker dran, dass es einfach nicht runterrutscht, das Kabelbinderli. Aber sonst, ja, hat ein anderes Übung vor. Ich möchte schauen, ob ich sie zusammen verdrehen kann. Das muss man natürlich machen, wenn sie noch ganz dünn sind und nicht, wenn sie schon so hart werden, dann geht das nicht so gut. So, ich nehme hier nochmal eine weitere Änderung vor bei der Papaya von einer. Weil, nachdem ich hier da mal angeschaut habe und den Plastik weggenommen habe, also Plastik, das ist mehr so stoffig, ist ganz fein, hat so viele Löchle, also ist sehr luftdurchlässig, habe ich feststellen, dass hier innen ziemlich ein Haufen Fliegen sind, he? Weil hier einfach noch relativ viel Erde ist. Ich habe hier das hier so gemischt, dass hier noch viel Erde ist. He? Und jetzt werde ich hier ein grösseres Behältnis nehmen.
Das ist ein Unterteil, das ich abgeschnitten habe, von einer 2 Liter Mineralwasserflasche. Und da hat ein bisschen mehr Platz. Jetzt kommt hier auch das Ceramis-Substrat rein. Ich tue gleichzeitig noch Wurzelaktivar dazu. Das kann man brauchen für Jungpflanzen und sonst so Pflanzen. Das ist ein Pulver, das man mit Wasser mischt, das zu 100% aus Algenmehl besteht. Jetzt muss man das hier schon noch mal ein bisschen reingiessen. Das Substrat. Jawohl, ich habe es extra ein bisschen zugemacht. Sieht es ein bisschen schöner aus. Dass das nicht auch vom Plastik her, habe ich die Erfahrung gemacht, gehen sie eher schneller einmal kaputt. Wenn das Licht natürlich dran kommt, das ist nicht gleich bei allen Plastik, aber der eine oder andere schon. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen mehr Wasser drin, als ich wollte. Jetzt machen wir hier das überschüssige Wasser mal vorher raus. So, jetzt lassen wir das einmal so. Es kommt ja noch ein bisschen mehr Substrat rein. Das wird ja noch mehr aufsaugen. Jetzt tun wir hier die Pflänzchen hier vorsichtig rausnehmen. Das hier. Und raus mit euch. Ja, 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 die haben wir gut. He. Ja, das hat ziemlich viele Wurzeln gegeben. He. Ja, du, he. Jetzt müssen wir hier aufpassen. He. Seht ihr da? Das hat ziemlich viele Wurzeln gegeben, he, das Ding. Ja, das gehört alles zusammen hier. Das ist ziemlich eine lange Wurzel. Wenn wir das hier gerade rein, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen und darauf achten, wenn ihr so Substratsachen nehmt, dass sie nicht, jetzt tue ich sie mal wogen und die auch wieder direkt rein, dass ihr ein Substrat nehmt, das nicht so scharfkantig ist. Das ist ein Tongranulat. Das ist jetzt nicht so scharfkantig, weil sonst macht ihr mit dem die Wurzeln kaputt. Dann das da schön wieder rein. Wunderbar. Wieder so etwa in die Höhe, was es war. Es lenkt ja gerade perfekt. Ja. Leicht andrücken, nicht zu fest. Sonst ja, knickt dann irgendetwas um. Wurzeln oder so. Dann kann man hier oben noch ein bisschen Wasser drüber schütten. Den Rest von dem. Also der Rest von dem, was ich Sidro habe, dass der auch noch ein bisschen Flüssigkeit aufsaugt. Das ist ja ganz wichtig, dass sicher die Wurzeln jetzt nass sind. Das ist schön, wenn die austrocknen, dann geht es oben dann gleich das Zeug. So, wunderbar. Und dann wäre es das hier für das gesehen. Die Papaya. Und oben drüber mache ich vorerst wieder Papiersäckchen drauf, wo oben ja ein bisschen eingeschnitten ist, dass es sich langsam an die normale Umgebungsluft besser anpassen kann. Traue mich jetzt noch nicht, ich warte es noch ein bisschen ab, bis ich das Ganze weglasse. Es ist doch, ich habe mein Kiel, also unterschätzt es nicht, auch wenn ihr am Fenster die Heizung habt, das kann dann trotzdem ziemlich kalt werden, wenn das durch Fensterscheiben oder durch die Rahmen die Kälte abstrahlt und dann können die Pflanzen trotzdem eingehen. Auch wenn es unten heiß ist, dann ist unten trockene, heiße Luft und vom Zoben ist es dann ganz kalt, dann ist das nicht so gut. Prima, he? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Raumtemperatur liegt bei etwa 21 Grad, halb. Luftfeuchtigkeit ist um die 50 bis 55, manchmal ist sie auch bei 40 rum. Das variiert ziemlich. 5.12. Das ist Papaya. Ich habe hier jetzt einmal das Papier ganz weggenommen. Und bis jetzt scheint das gut zu sein. Sie hat die Blätter nicht verwelken lassen. Also warten wir das Titel ab, ein paar Tage, und wenn das gut ist, kann ich bei allen die Papiere wegnehmen. Ich habe mich entschlossen, die Pflanzen in ein solches kleines Töpfchen reinzumachen.
Jetzt ist es aber so, dass die Töpfle nicht für die Pflanzen richtig eigentlich gedacht sind. Darum haben sie hier unten so ein grosses Loch. Die sind mehr gedacht, dass man hier innen Kräuter drin tut. Das war schon mal etwas drin. Da hatte ich mal Basilikum drin. Pfeffer müssen sie irgendeins von beiden haben. Und die Kräutertöpfle, sage ich jetzt einmal, die sind eigentlich genau passend für hier drin. Also, was mache ich jetzt? Ich benutze den Boden hier unten, damit das Loch hier kleiner wird. Und hier haben wir ja dann immer noch Löcher drin. In der Mitte muss ich dann noch, mache ich dann noch ein Loch rein für die Wasserzufuhr. Da kommt dann etwas reingesteckt. Und um das Loch zu machen, gibt es in der Gartenabteilung so Gartenfliesse, die man im Boden legt, dass nicht durchwachsen soll. Aber es ist auch wasserdurchlässig. Und so also schneide ich hier ein Stück davon ab. Und lege das hier unten rein. Schneide den Topf noch richtig zu. Und dann habe ich einen Boden, der geschlossen ist. Boden abgeschnitten. Fließ zugeschnitten. Dann kann man das hier eigentlich da rein machen. He? Natürlich ist es, oben breiter als unten. He? Jetzt könnt ihr das theoretisch hier noch wegschneiden, bis es noch reingeht. Dass das hier unten nicht so rutscht. He? Hier habe ich noch ein zusätzliches Loch drin gemacht. Das brauchen wir jetzt eben für den Stift, der hier noch dabei ist. Den stecken wir normal dann einfach hier unten in die Töpfe rein, damit die Docht im Wasser drin sind, wo das nachher offen zu soll, das Wasser transportieren für die Feuchtigkeit. Dann kommt das hier einfach hier drüber. Am besten vorher noch schnell angeschnitten haben, aber das geht gut durch. Das kann man einfach durchstechen. So, oh je. So, dann so. Jetzt hebt das auch schon schön miteinander. Ja. Ein bisschen abmachen, drücken. Beim Kauf hat es meistens dann noch etwas dabei. Also bei diesem Töpfchen jetzt nicht. Ja. Weil da ja eben das nicht für das gedacht ist, dass da ja normal einfach ein Topf reinkommt, so ein ja, Gewürztopf. Das war in einem anderen drin. Dann kann man das hier einfüllen. He? So, der Docht hier, he, wie man sieht. Prima. Dann hätten wir noch den hier. Dann können wir mal umkippen, da jetzt noch Wasser schon drin sind. Da sieht man wirklich viel Würzeln bildet das noch nicht. He? Ja, stecken wir den mal hier rein. So. Und die restliche Substrat auch noch hier einfüllen. Ist halt jetzt ein bisschen schwieriger. Weil es nass ist, dann klebt es richtig. Was auch noch dazu zu sagen ist, die Substratfüllungen, die sind bereits schon gedünnt, für die vorgedünnt. Soll etwa für ein halbes Jahr länger. Also hier müsst ihr nicht zusätzlich düngen. So, ich tue das auch nicht bis ganz auffüllen. Da habe ich noch etwas übrig, das mache ich dann noch immer anders rein. So. Dann haben wir das jetzt hier drinnen. Ich lasse das noch zur Stützung. Jetzt müssen wir hier noch Wasser nachfüllen. He? Direkt über das Substrat rein. Bis der Anzeiger so steigt. He? Ein bisschen abwarten, bis es durchgesickert ist durch das Substrat. Mal schauen,
wie das da sich drin verhält, weil doch der kleine Tank drin ist für die Pflanzen. Wo ich sie hier rein gemacht habe, muss man sagen, dass die Feuchtigkeit trotz der Anzeige über Maximum hier irgendwie nicht bis genug weit raufkommt. Die sind hier drinnen am meisten von allen verdorrt. Ja. Da schauen wir nachher rein, wie tief die Wurzeln sind, wie es aussieht. Die im anderen Substrat, die sehen noch deutlich besser aus, aber sind auch verdorrt hier oben. Genauso bei dem. Da ist viel mehr verdorrt. Und beim letzten, wo wir einen sehen, da sieht es besser aus. Da ist sogar noch etwas Neues am Rauswachsen. Jetzt ist hier eine Feststellung, ob das Zufall ist oder ob das damit etwas zu tun hat. Nur da, wo einer drin ist, wächst er schön weiter. Und da, wo jeweils zwei drin sind, wachsen sie nicht auch in verschiedenen Substraten. Das wollen wir jetzt mal hier genau anschauen. Gut, dann müssen wir mal hier reinschauen. He? Da tun wir hier, ja, das tun wir direkt rausnehmen. Und so mal rauslöpfen. Mal schnell hier reinstellen. Schauen wir mal schnell hier am Boden. Irgendwie stelle ich das schon öfters fest bei auch anderen Töpfen, die ich habe von diesem System habe, dass hier scheinbar wahnsinnig viel. Ja, wahnsinnig viel von dem feinen Staub, erdreich, Substrat sich immer löst und dann hier in dem Boden bleibt. Auch wenn man es auswaschen tut. He? Jetzt schauen wir mal hier, schauen, dass wir das rausholen können. Ja, du hast gerade mal alles klar soweit. He? Ja, wenn wir hier genau schauen, sehen wir aber, dass es hier eigentlich noch Würzeln dran hat. Also, obwohl es schon so vertrocknet ist, hat das Wurzeln gebildet. Das finde ich jetzt sehr interessant. Das machen wir jetzt so, dass ich das einfach neu in mir reinstecke, wo Erde ist. Und dann schauen wir mal, ob das oben rauswächst. Ich schneide das dann oben ab und dann schauen wir mal. He? Gut, habe ich das vorbereitet. Dann haben wir hier mal ein bisschen Erde. He? Hier habe ich so einen Gitternetztopf. Füllen wir hier mal ein bisschen Erde rein. Und ein bisschen andrücken. He? Das lenkt gerade etwa so. So. Dann machen wir hier ein Löchli drin, ja. Dann nehmen wir den vertrockneten Papaya. Zuerst müssen wir mal hier den Kabelbinder abschneiden, ja. So. Dann nehmen wir das Rötli weg. Wunderbar. Und jetzt tun wir den dickeren, den stärkeren nehmen, den wir vorher gesehen haben. Schneiden den, da jetzt die Wurzeln dran, schneiden den mal etwa hier oben ab. Setzen ihn so weit rein, dass die Wurzeln hier auch Kontakt haben. So. Und jetzt tun wir das Ganze hier zu etwas anderem einsetzen. Ah, noch ein bisschen andrücken ringsum. Und noch ein bisschen gießen und dann schauen wir, was hier innen passiert mit dem.
8. Januar 2019. Auch die Papaya sieht nicht gut aus. Und die anderen zwei, die hier auch gestanden sind, direkt auf dem Fensterbrett, die habe ich da wieder weggenommen. Ich vermute mal, dass die stark mehr Feuchtigkeit brauchen und deswegen jetzt von dieser trockenen Luft an der Heizung eingehen. Und allgemein Papaya wohl eher feuchtes Klima braucht, aber warten wir ab. Eine ist ja noch relativ gut. He? Die wächst doch nicht mehr. He? Die Foto unten eher anfangen zu schimmeln. He? Also muss ich es rausnehmen, nicht, dass das sich da übertreibt auf die anderen Pflanzen hier drin. Ja, wächst nicht nach oben. Der gibt den Geist leider auf. Jetzt besteht nur noch eine. Der habe ich hier vorsichtshalber wieder hier rein befördert. Ein kleines Blättchen hat er noch, wie man sehen kann, hinten. Aber ja, ziemlich eine heikle Pflanze. Warten wir mal ab. Die Blättchen sind ja da und wenn ihr draußen seht, ja, es ist kalt, es hat eigentlich schon mal ein bisschen Weiss gegeben. Jetzt tue ich hier nass machen. So mache ich das amüs. Dann kann das Wasser da durchlaufen. Aber hier innen tut sich doch wieder irgendwie was. Ich lasse das jetzt doch hier innen. Weiter rein. Scheint gut zu sein. Also, sehen wir hier, wenn ich es hier rein habe. Deckel wieder. Warten wir ab, was hier weiterhin passiert. Die vertrocknet immer weiter ab. Das ist eine Pflanze, die wirklich sehr schwierig gross zu ziehen ist in der Wohnung, wie es aussieht bei normalen Wohnungsbedingungen. Die will nicht, obwohl unten immer noch alles gut aussieht, aber die wird vermutlich auch eingehen. Ja. Lassen wir es einfach einmal so und schauen einmal, bis sie komplett eingegangen ist. Also, er geht immer mehr ein. Da ist nichts mehr zu machen mit dem. Trocknet auch komplett langsam aus. He. Das heisst, da ist beendet die Serie von diesem Projekt. Wenn ihr dranbleiben wollt und wissen wollt, was ihr als nächstes ausprobiert, um die zum Wachsen zu bringen, dann bleibt dran und dann wartet. Oben kommt dann eine Infokarte oder ein nächster Film, der auf das hinweist. He. Prima. Das war's gesehen, gestorben, he?